Moin Moin und herzlich willkommen hier und zu einer neuen Folge Bestheit. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Erstmal wünsche ich dir einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag. Die erste Folge ist ja sehr, sehr gut angekommen, deswegen dachte ich mir, machen wir noch eine zweite und gucken, wie es hier so weitergeht mit dem Anbauen. Ne? Jetzt muss ich allerdings auch gestehen, wir müssen gucken, was wir hier machen müssen, was wir machen können noch. Ich bin so ein bisschen wieder raus, es ist ja schon ein paar Tage her. Das heißt, wir müssen erstmal gucken hier oben. Wir waren, glaube ich, beim Eisen dran, bei der Medizin und so weiter. Werkzeuge, Steine und Eisen musste, glaube ich, als nächstes ran. Wenn ich es noch recht im Kopf hatte, wir hatten hier hinten unsere Mine irgendwo. Ne? Wo hatten wir die hingebaut? Da rennt eine Kuh. Genau, das hatten wir eingestellt, dass die nicht geschlachtet werden. Das hier ist Stein. Wo haben wir denn die Mine hingemacht? Da ist die Mine, okay. Was ich ein bisschen schade finde, ist, wenn ich mal mit Kuh und Dreh dreht. Ja, Kuh und E dreht, so rum. Und dreht, ne? Mhm. So, dann guck mal oben an den Rand, dann flackert das so ein bisschen. Aber ich denke, das ist jetzt noch so zu verschmerzen. So, das war die Mine, ne? Genau. Ein gesammelt, zwei gesammelt, null gesammelt. Da ist aber nur einer drin. Wir müssen mal gucken, ob wir Menschen. Ah, die sind noch klein, ne? Die sind noch klein. Das allgemeine Glück beeinflusst, wie schnell sich Siedler anschließen, kann mit Brot, Alkohol und Gebet erhöht werden. Dann wäre es doch am einfachsten, wenn wir mal gucken, ob wir irgendwo hier eine Kirche bauen können. Das könnten wir machen. Ich mache das mal gerade wieder gerade hier so, sonst werde ich verrückt. Lass mal gucken. Produktion, Sonstiges, Taverne, Friedhof, Schule, Brücke, Kirche. 32 Steine. Da haben wir schon das Problem. Da oben sind auch noch Steine, die können wir einsammeln. Machen das mal wieder ein bisschen schneller, ne? Mal gucken, was unsere Kollegen da hinten gleich machen. Wenn es dunkel wird, ist das so ein bisschen meh. Meh. Die Steine könnte man auch noch einsammeln. Jetzt weiß ich aber nicht, ob die im Radius sind oder ob die einfach dahin laufen. Im Radius dürften die eigentlich sein. Frage ist nur, laufen die einfach so dahin? Das Warenhaus, die Heilerhütte, okay. Das Holzhaus, Strohhütte, Holzhaus und der Sammler. Oben der müsste noch drin sein. Dann lass mal einfach gucken hier, ob wir irgendwo noch Steine haben, die der Kollege einsammeln kann. Wahrscheinlich wieder nicht. Aber nö. Nur der eine Haufen da oben. Das heißt, da werden wir mit Sicherheit nicht drankommen. Was wir noch machen könnten, wäre folgendes. Und zwar ein Lager hinten direkt an die Mine bauen. An die Mine bauen. Lagerung haben wir ja. Vorrat, Lagerhaus. Lagerung für Holz, Bronze, Eisen und Stein. Dann mach doch mal. Können wir das hier so hinmachen? So, das sollte reichen. Oh, es fängt an zu schneien. Minus 0,3 Grad. Der Winter ist da, der Winter ist da, trari trara. Ich hoffe, wir haben genug zu essen. Wasser haben wir, Essen haben wir 34, okay. Müssen wir mal gucken, ob das so bleibt. Ressourcenliste. Ja. Hilf Menschen, was? Leere Häuser werden benötigt, damit neue Familien beitreten können. Okay. Das heißt, wir müssen auch noch ein neues Haus bauen. Oh Mann, ey. Alles auf einmal wieder hier. Alles auf einmal. Frage ist jetzt, war es Holzhütte? Für zwei Personen, kalt und unangenehm. Hier hinten, was ist das hier? Eine Strohhütte. Strohhütte, Unterkunft für drei Personen, kühl mit wenig Komfort. Angemessene Wärme und Komfort. Warm und komfortabel. Warm und komfortabel. Sechs Personen, vier Personen. Zweighütte für zwei, kalt und ungemütlich, kalt und unangenehm. Kühl mit wenig Komfort. Eine Strohhütte. Oder ein Holzhaus. Das braucht vier Steine. Kriegen wir das hin? Vier Personen, drei Personen. Ich würde sagen, was zum Teufel macht er da oben? Hast du das gesehen? Kann man das irgendwie mit R drehen? Nee, ne? Haben wir jetzt hier oben noch so eine Holzhütte hin? Wir stellen jetzt mal noch so eine Holzhütte hin. Jetzt macht das wieder. Er läuft. Also so ganz rund läuft das Spiel, glaube ich, auch noch nicht. Wie man hier sieht. Ja, wir haben auch hier und da noch ein paar Probleme. Aber es macht nichts. Dezember, 3,5 Grad, Schnee vorbei. Gucken wir mal drüben. Ich bin immer so ein kleiner Stalker hier. Ich will wissen, was unsere Kollegen da drüben machen. Wir werden uns wahrscheinlich demnächst voll in den Allerwertesten treten. Weil der Computer einfach alles bauen kann. Es ist so wie früher bei Stronghold Crusader. Wer von euch kennt das noch? Wenn man anfängt. Oder bei Command & Conquer. Der Computer, der kann alles. Der kann bauen, was er will, der braucht keine Forschung, der hat immer mehr Geld als du.
Das kennt ja jeder, ne? Je nachdem, wie schön man das eingestellt hat. Aber die haben noch nichts gemacht hier. Die haben nur zwei Häuser. Sonst sehe ich hier nichts. Fischer wäre vielleicht auch mal ganz interessant. Wobei wir ein bisschen weit weg sind vom Wasser, finde ich. So, jetzt gucken wir erstmal, dass das Haus gebaut wird und dass wir Steine kriegen für unsere Kirche. Das mit den Steinen ist natürlich blöd, dass das so weit weg ist. Man könnte ja auch mal gucken, ob wir eine Mine einfach hier hinbauen können. Bergwerk. Kann ich gar nicht bauen, weil wir die Steine nicht haben. Kann auf Hügeln oder Bergen platziert werden, ermöglicht den Abbau von Stein, Bronze und Eisen. Okay, dann werden wir das sowieso nicht... Was ist das hier? Rock-Auswahl, Baumauswahl. Werden wir das sowieso nicht hier hinbauen können. Das wird nicht gehen dann, schätze ich mal. Baufortschritt 0. Warum? Wo sind die Leute alle? Ich glaube, die sind hier hinten, ne? Die sind am Sammeln, wie blöde. Wie sieht das denn aus? Das ist die Jägerhütte. Ich dachte gerade, da liegt Schnee oben drauf. Okay. Okay. Ja, halt mir schon mal fest als kleine Randnotiz. Ich werde sehr viel halt zwischen den Folgen laufen lassen müssen. Einfach damit wir Ressourcen haben, um was bauen können. Weil so wie jetzt hier, ja, guck mal, wir haben jetzt 4 Steine und brauchen 35 oder was für die Kirche. Das dauert mir zu lang, als dass ich da eine Folge draus mache. Zumal es dann auch keinen interessiert, wenn du 5-mal hintereinander so eine Folge hast wie hier gerade. Wir labern und labern und labern, nichts passiert, ne? So, Essen, Ressourcen, wo war das denn jetzt nochmal? Ich will bauen. Ein Wachturm, können wir auch, eine Kaserne? Nein. Bei sonstiges war das, ne? 32 Steine, das ist natürlich buff. Friedhof, nein. Ansonsten leere Häuser benötigt. Nee, wir waren hier. Siedler anschließen kann mit Brot, Alkohol und Gebet erhöht. Brot kriegen wir natürlich nur Schmiedschneider durch einen Bäcker. Frage ist jetzt, Bauernhof braucht nichts. Die Mühle braucht 5 Steine, die Bäckerei braucht 6 Steine. Weißt du was, dann machen wir das so. Wir haben das Haus hier gebaut. Der Bauernhof braucht nichts. Dem machen wir mal ein Feld hier hin. So. Und so, das ist das Bauernfeld. Dann gehen wir hin. Kann ich die irgendwie im Uhrzeigersinn drehen? Mit E, okay. Warum darf ich die hier nicht bauen? Echt jetzt? Weil Dings im Weg ist. Dann setz die mal dahin. Und den Bäcker können wir, glaube ich, noch nicht, ne? Ne, dafür fehlen wieder 5 Steine. Aber das ist nicht schlimm. Wir lassen erstmal das hier bauen. Im Dezember kannst du da sowieso nichts anpflanzen hier. Wahrscheinlich hat der auch wieder niemanden zum... niemanden, der da arbeiten kann. Wir müssen erstmal das Haus fertig kriegen hier. Oh, Herren 0 von 5. Die könnten ja mal da bauen, die Faulen, ne? Politik haben wir auch. Landwirtschaftspolitik, Pflanzenwachstum. Aha, aha. Backpolitik. Fräsgeschwindigkeit, Bäckereiproduktion. Da müssen wir mal gucken, was am besten ist. Da müssen wir mal gucken, was am besten ist. Spontan würde ich jetzt sagen, die Backpolitik, ja, dass wir schneller Brot und so kriegen. Aber, wenn man jetzt bedenkt, dass sie das hier viel schneller herstellen und wir nur ein Feld haben, dann werden die wahrscheinlich Leerlauf haben. Dann wäre vielleicht ganz gut, dass wir die Landwirtschaftspolitik machen. Weil damit würden dann das Feld schneller wachsen und dann hätten wir immer was, was die Mühle mahlen kann, auch im Winter, und wir könnten im Winter Brot produzieren. So jetzt mein Gedankengang. Was haben wir hier? Erfrieren, Krankheit, Verhungern, Durstig, 0. Aber wir brauchen so langsam mal was. Die sollten hier mal anfangen zu bauen. Ich weiß nicht, warum die das nicht tun. Haben wir hier keinen Bauherr mehr? Die sind alle beschäftigt, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da hinten, ich weiß nicht, wo der hinrennt. Ich glaube, das ist, weil der Stein am Hacken ist, ne? Kann das sein? Jetzt steht sie da, jetzt rennt sie hier hin. Jetzt rennt sie wieder da hoch. Wir gucken mal, was sie tun. Geht Beeren sammeln, okay. Also echt manchmal sehr kurios, sehr kurios. Da oben, das sammelt sie auch nicht ab, weil sie nicht im Radius ist, ne? Doch, den hier sollte sie eigentlich. Geh dich aufwärmen.
die dich aufwärmen. So, ich habe das Ganze mal ein bisschen geskippt hier, dass das was schneller geht. Ja, wir haben jetzt unsere Mühle fertig und unser Haus ist fertig. Das ist schon mal gut. So, dass wir wieder ein bisschen mehr Platz haben. Jetzt müssen wir gucken, hier Weizen anpflanzen. Da müssten wir aber wen für rekrutieren. Könnten auch Kohl nehmen, Kürbis oder Baumwolle. Wir gucken mal, Steine haben wir jetzt 20. Das heißt, wir könnten jetzt auch die Bäckerei bauen. Was mir aber ein bisschen Sorgen bereitet, ist, wir machen die mal so, ja. Bauen wir die mal hier so hin. Muss ja nicht immer alles ganz gerade sein. Was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist Folgendes. Und zwar, erstmal muss der Baum hier weg. So, der steht ja mitten im Feld. Wir brauchen dann 1, 2, 3 neue Leute und haben keine im Moment. Es können zwar wieder neue dazu, aber die sind halt noch alle klein hier, ne? That's the problem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 große haben wir jetzt. Das heißt, wir haben hier einen, der bauen muss, sonst baut niemand, ne? Wir müssten erstmal warten, bis die hier alle erwachsen werden und es weitergeht. Oder aber wir kriegen Leute hier hin, die, ja, die schon erwachsen sind. Können wir mal gucken, Wohnungen, können wir jetzt mal so ein Herrenhaus bauen? Nein. Wir könnten so eine richtig gute, warme, komfortable Unterkunft bauen. Das werden wir jetzt auch mal. Ich möchte mal gucken, ob die, dreh die mal so, genau, so. Die setzen wir mal hier hin. Ob die darin dann bessere Werte haben, um hier Nachkommen zu zeugen oder nicht. Das könnten wir noch ausprobieren. Das kennen wir auch aus anderen Spielen. Ne? Je besser die Hütten, umso schneller und mehr Nachwuchs kriegst du. Ist natürlich nicht so schön, eine Strohhütte oder so ein Holzhäuschen. Im Gegensatz zu einem richtigen Steinhaus hier. Was sehr, sehr schick aussieht, muss ich sagen. Das gefällt mir. Sind auch fleißig am Bauen hier. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Von vorne auch. Mhm. Super. Und ich muss sagen, ich mag das hier. So wie im Mittelalter. Die obere Etage noch ein Stück nach außen und größer als unten drunter. Gut, die Bauanimation kann man sich jetzt drüber streiten, aber fertig ist fertig. Und instant wohnt Alfred und Mathilda drin. Jäger und Sammler. Nice. So, das heißt, wir haben jetzt... Oh, guck mal, jetzt haben wir schon 12. Wir haben jetzt genug Platz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Natürlich wieder hier. Eine neue Geburt. Frage ist jetzt, wo? Und vor allem, ab welchem Alter fangen die an, hier zu arbeiten? Das würde mich interessieren. Der Bäcker ist gleich auch fertig. So, was mir noch ein bisschen fehlt, ist eine Übersicht, wo wir sehen, wie viele Arbeiter wir haben, wie viele wir brauchen und. Ich meine, wir haben hier so ein, ne, so ein Pinöpel drüber. Wir sehen das hier immer. So ein Kreis. Wir brauchen hier Leute. Bis zu 3 Stück. 1, 2, das heißt 3 und 3 sind 6. Das heißt, wir müssten jetzt schon gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die müssten alle erwachsen werden. Und dann hätten wir die 3 hier voll. Wenn wir sie voll auslasten würden. Das ist natürlich eine Menge. Jetzt ist die Frage, wie wollen wir die ernähren? Guck mal, wir haben noch 11 Essen. Wir haben noch 11 Essen. Wir müssen hier echt mal, mach aus Weizen mal Kohl. Kannst Kohlsuppe machen und tu mal einen hier drauf. Anders geht das nicht. Wir müssen uns jetzt mal um ein bisschen Essen kümmern. Wir haben zwar schon August. Da wird nicht viel bei rumkommen. Kann man eigentlich noch einen reinpacken? Nein, wir haben keinen. Wir könnten mal Folgendes machen. Wir haben 59 Holz. Wir könnten jetzt dem Förster sagen, raus hier. Und hier noch einen zweiten reinpacken, dass wir vielleicht ein bisschen kriegen. So. Bis zum Herbst, Winter. Was weiß ich. Steine liegen drauf, super. Ich hoffe, das Zeug wächst. Ich hoffe es inständig. Wenn nicht, haben wir ein klitzekleines Problem. Uiuiui, okay. Ede und die Nahrung. Wer kennt es nicht? Ich habe immer so ein Problem mit der Nahrung, weil ich die immer, jedes Mal, egal in welchem Spiel, aus den Augen verliere. Und dann haben wir wieder so Wellen, wo alle verrecken, weil sie verhungern. So macht ihr das gut hier. Pflanzt den Käse an. Dieses Jahr, was kann man denn da gucken? Letztes Jahr, dieses Jahr, egal. Ach, guck mal, da wächst es langsam. Langsam wächst es hier. Jetzt sieht man das so ein bisschen. Auch wenn es gerade dunkel wird. Das wird schon, das wird schon. So. 12 Uhr, jetzt sind die alle am Pennen hier. 13? Echt? Ist einer groß geworden? Ne, noch ein Baby. Na toll, jetzt dachte ich, einer ist erwachsen geworden. Pustekuchen. Aber wir haben hier 7, 8. Die sind schon ein bisschen älter. Können wir mal gucken, wann die loslegen. So, jetzt haben wir September. Da wird nicht viel bei rumkommen.
Aber ich sieht mal wenigstens schön das Feld hier. Das gefällt mir. So muss das sein. Der Kohl ist groß. Den kannst du schon ernten, ne? Jawohl. Guck, die kommen überhaupt nicht hinterher. Aber Hauptsache, wir haben ein bisschen Essen. Das ist wichtig. Weil hier oben links da, 19, 20. Viel zu wenig. Viel zu wenig. Ich nehme mal an, im Winter werden sie ja wohl keinen Kohl anpflanzen und ernten. Das wäre ein bisschen sehr komisch. Aber das ist schon mal gut hier, weil dann können wir die beiden erstmal so stehen lassen und warten, bis hier die Kinder erwachsen werden und auch arbeiten können, damit wir mal rauskriegen, in was für einem Alter das geschieht und können so lange einfach Kohl ernten. Der gibt ja auch was zu essen. Wächst schnell, ist einfach anzubauen und macht satt. Ja. Ich stelle mir das gerade vor. Und dann so nachts in jedem Haus. Ja. Alter, stinkt das! Geringe Menge an Kleidung. Okay, Kleidung müssen wir auch herstellen. In Benutzung 6, Kleider 3. Oh Gott. Wie machen wir das nochmal? Das kriegen wir auch alles gar nicht hin. Also jetzt, woraus machen wir die Kleidung? Schneider. Macht Kleidung, um Menschen warm zu halten. Haben wir einen Schneider? Nein, haben wir auch nicht. Kriegen wir jetzt auch gar nicht hin, ne? Nicht wirklich. Okay, nächstes Problem, Schneider. Wo kriegen wir dann die Klamotten her? Also die Wolle und so. Haben wir doch gar nicht, oder? Wir haben ja keinen Schäfer. Also das ist echt. Wo sollst du die ganzen Leute herkriegen? Es kommen ja immer nur Babys hier, die erstmal groß werden müssen. Uff. Uff. Ich denke mal, du darfst das am Anfang nicht so groß werden lassen, wie wir das hier gemacht haben. Mit den vielen... Guck mal, weil das hier, das sind alles Esser, ja? Die essen natürlich auch, aber die tragen nichts zur Gemeinschaft bei. Weil sie erstmal groß werden müssen, ne? Ich denke mal, das musst du immer im Gleichgewicht behalten. Und ja, nicht so machen wie Ede gerade, ne? Jetzt haben wir noch zwei Klamotten. Okay. Eieieiei. Alles klärchen, alles klärchen. Also, das mit dem Kohl läuft. Halten wir mal fest. Machen wir mal ganz langsam. Oder am besten Pause. Brauchen wir jetzt einen Schneider. Den könnten wir hier hinten hinsetzen irgendwo. Dann können wir zur Not hier wieder einen abziehen und zum Schneider machen. Dann müssen wir das halt immer hin und her jonglieren. Solange, bis wir genug Leute haben. Aber da müssen wir gucken, wo wir hier Schafe und so weiter kriegen. Von denen wir Wolle bekommen. Oder Flachs oder was weiß ich. Um zu schauen, wie wir die Klamotten machen. Immerhin, guck mal, 1, 2, 3, 4, 5 Gebäude haben wir heute geschafft. Finde ich gut. In diesem Sinne, ciao mit V.